Hi, ich bin Yvonne und das sind die RheinTV News. Ich stehe hier auf einem der Plätze der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf. Wir haben hier die Equiva-Teamreiterin Ann-Christine Arnold und ihre Pferde besucht. Im Video erfahrt ihr dann demnächst, was es bedeutet, eine Sportsoldatin bei der Bundeswehr zu sein. So, die Ann-Christine kriegt jetzt erstmal ein cooles Geschenk, weiß sie noch gar nichts von. Eine vollgepackte Tüte von Equiva. Und da ist sie. Wir haben noch ein Geschenk für dich. Oh, okay. Das soll ich dir nämlich von Equiva, von Elli, Arndt und Arno bringen. Danke. Elli, oh, guck mal, das gefällt mir richtig auf. Oh, mega, danke. Entgegen dem Klischee, dass Dressurreiter sich bei Regen auflösen. Anni reitet auch, wenn es regnet, draußen. Generell reitet sie lieber draußen, weil sie Platz hat, denn in der Halle stehen Sprünge. Und wie sie uns eben auch verraten hat, ist da vorne der Wasserdurchritt der Vielseitigkeitsreiter. Und wenn die da durchreiten und sie hier trainiert, wird auch ihr Pferd ganz schön abgehärtet. In dieser Woche gibt es Webstar-News von Damiana. Dami hat beim Training die Dressurarbeit mal ein bisschen interessanter gestaltet. In ihrem Video Dressurlektion mit Hindernissen zeigt sie, wie man zwischen den Sprüngen kleine Dressurlektionen in der Arbeit einbauen kann. Das Video verlinken wir euch hier in der Infobox. In dieser Woche haben wir eine ganz besondere Reiterin besucht. Mara ist Para-Reiterin. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer Behinderung täglich in den Sattel steigt. Ein Video zu ihr und ihrem Sport gibt es demnächst hier bei RheinTV. So, ich habe dir nämlich auch noch was mitgebracht hier von Equiva. guck mal, ob das deine Farbe ist. Ja, super. Ja? Dankeschön. Sehr schick. Geht das so? Ja, das ja? Kannst ja gleich direkt mal gucken, ob es dem Pony passt. Ja, auf jeden Fall. Da freuen wir uns. Danke. Da von dem Busch? Ja, das ist eine gute Idee. Und nicht verpassen, am Sonntag gibt es ein Video zum Thema Wolken. Vera Lange zeigt euch gemeinsam mit unserer Teamreiterin Sassi und Pony Dumbledore, wie man die Wolken korrekt reitet. Außerdem möchten wir euch heute natürlich auch wieder unsere Top 3 aus der RheinTV-Community vorstellen. Jeanette Grugin von Nettes Blog zeigt uns Einblicke in die Turniersaison mit Pferd Olala. Kira vom Kanal Olden Beasts zeigt, dass Tetris auch im Pferdeanhänger funktioniert. Und Lea von 4Best Ponys nimmt euch mit auf einen Ausritt mit der GoPro. Und nicht vergessen, RheinTV zu abonnieren. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, jeden Daumen hoch und jeden Kommentar. Den Link zu unserer Ausstattung findet ihr natürlich auch wieder unten in der Infobox. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao! Deck du? Heute die... bei der? In der? Auf der? Mit der? In ihrem Video... eine ganz besondere oh lala, keine Ahnung, so nach dem Motto so, wow, voll gut.